Ein Kernkraftwerk erzeugt eine elektrische Leistung von 500 Megawatt mit einem Wirkungsgrad von 34%. Die nicht gebrauchte Wärme wird in einen Fluss geleitet, der im Durchschnitt 3 mal 10 hoch 4 Kilogramm pro Sekunde Wasser fördert. Um wie viel wird die Flusstemperatur sich erhöhen? Wir können uns das bildlich so vorstellen: Ein Kernkraftwerk liefert die Wärmemenge Q1, die zu 34% in Arbeit umgewandelt wird, und die restlichen 66% werden in einen Fluss geleitet. Hier die Angaben. Die Leistung groß P beträgt 500 Megawatt, also 5 mal 10 hoch 8 Watt. Der Wirkungsgrad Eta beträgt 34%. Die Masse des Wassers beträgt 3 mal 10 hoch 4 Kilogramm und als Zeit klein t nehmen wir diese eine Sekunde. Was gefragt wird, ist die Variation der Temperatur im Fluss. Dieses Delta T ist natürlich dasselbe, ob wir es in Kelvin oder in Grad Celsius ausdrücken. Um diese Temperaturvariation herauszufinden, nutzen wir diese zwei Formeln. P gleich W auf T, Leistung gleich Arbeit auf Zeit, und Delta Q gleich Cm Delta T. Variation der Wärmemenge gleich spezifische Wärmekapazität mal Masse mal Temperaturvariation, die wir suchen. Dazu brauchen wir aber noch die spezifische Wärmekapazität vom Wasser. Die beträgt 4186 Joule pro Kilogramm Kelvin. Starten wir mit der Leistung P gleich W auf T, woraus wir schließen, dass W P mal T sein muss. P beträgt 5 mal 10 hoch 8 und T beträgt 1. Also finden wir so für W 5 mal 10 hoch 8. Diese Arbeit W ist aber auch 34% von dieser Wärmemenge Q1. Also W gleich 34% von Q1. Woraus wir schließen, dass Q1 134stel von W sein muss. Jetzt fügen wir diese beiden zusammen und finden so, dass Q1 134stel von 5 mal 10 hoch 8 sein muss. Jetzt kommen wir zur Wärmemenge Q2. Das sind 66% von Q1, also Q2 gleich 66 Hundertstel von Q1. Und Q1 können wir durch diesen Bruch ersetzen. Hier können wir noch durch 100 kürzen, da können wir durch 2 kürzen. Und so finden wir, dass Q2 ungefähr 9,71 mal 10 hoch 8 Joule beträgt. Die Variation der Wärmemenge im Flusswasser entspricht natürlich dieser zugefügten Wärmemenge Q2. Also Delta Q entspricht Q2. Delta Q wird aber durch diese Formel berechnet durch die spezifische Wärmekapazität vom Wasser mal die Masse vom Wasser mal Temperaturunterschied Delta T. Woraus wir schließen, dass Delta T gleich ist zu Q2 geteilt durch spezifische Wärmekapazität vom Wasser mal die Masse vom Wasser. Jetzt brauchen wir nur noch Q2 zu ersetzen durch diese Zahl, CH2O zu ersetzen durch diese Zahl und MH2O zu ersetzen durch diese Zahl. Und somit finden wir für Delta T ungefähr 7,7. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also:
Die Temperatur vom Flusswasser ist um 7,7 Grad Celsius erhöht oder auch um 7,7 Kelvin erhöht.